So, dann benutzen wir nochmal einen Trank. Trank sage ich schon, einen Schutz. Aber nur den normalen Schutz, weil wir müssten gleich am Ziel sein. Also der normale Eingang in die bizarre Höhle, da gehen wir jetzt nämlich rein, wäre hier. Aber für die Leute, die sich schon immer mal gefragt haben, wo man kaum mal Laterne bekommt. Hier unten ist noch ein Eingang, ein versteckter. Ich wusste gar nicht, dass wir hier Stärke brauchen. Puh! Wir sind hier gerade umsonst hingelaufen. Stärke haben wir noch nicht. Verdammt, ich hätte mich eigentlich schon gefreut, einen Kaumalat mit ins Team nehmen zu können. Verzeiht mir meine Unwissenheit, ich habe es komplett verplant. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Ja, ist jetzt auch nicht mehr schlimm. Das bisschen packen wir noch. Und wir müssen jetzt nämlich sowieso hier runter, um weiterzukommen. Soweit ich mich erinnere, müssen wir nämlich hier längs. Ah, da kommt erstmal sehr weiter. So. VS-Sieger, was war VS-Sieger nochmal? Ah, okay. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir jetzt irgendwie noch den EP-Teiler bekommen. Den müssten wir nämlich auch irgendwo kriegen. Immer ein bisschen verstörend, wenn hier die Charaktere ankommen und ich gerade nicht weiß, was sie von mir wollen. Hier gibt es wieder Doppelkämpfe. Und da wir hier in der Gesteinsgegend kommen, setze ich zumindest Shikamaru mal an die zweite Stelle. Weil die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass wir hier auch mal Gesteins-Pokémon als Gegner bekommen. Ja, ja, ihr schnackt wieder rum. Beide nur ein Pokémon. Und zwar ein Ponita und ein Pachirisu. Ist also eigentlich sehr gut, die Kombination, die wir vorne haben. Nur hoffe ich, dass keine Donnerattacke kommt, bevor Shikamaru zum Zug kam. Weil das wäre ja für Pachirisu durchaus möglich. Shikamaru mit einem... Aua. Das war's dann mit Shikamaru. Das wird's nicht überstehen. Ich hatte es eigentlich gehofft. Dann müssen wir gleich nochmal schnell zum Center. Und noch eine Glut. Au, 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 au. Aber das soll's überstehen. Ja. Schön für dich, dass es super effektiv ist. Dafür frisst ihr jetzt beide ein Rasierblatt. So. Bei Pachirisu dürfte es... Ich habe eigentlich auf mehr Schaden gehofft. So, wir setzen noch zusätzlich Cognodon mit ein. Also, dass die so schnell sind, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weiterhin Rasierblatt und du machst eine Kopfnuss auf Ponita. Das bringt dir jetzt nicht mehr sonderlich viel, gerade nicht gegen Cognodon. Die Glut macht mir da schon mehr Gedanken. Aber es sollte sich ja jetzt ausponitert haben. Ausponitert ist ein vollkommen reguläres Wort, das jeder von euch kennen muss fortan. Ja, ja. Das ist genauso ein wichtiges Wort wie Kettenhose und verschiedene andere Wörter. So, Ponita haben wir damit über Niolan geschickt. Und jetzt ist auch keine Gefahr mehr für einen von unseren beiden da, weil die stecken beide Glut ohne Probleme, Glut sage ich schon, Spark, also Funkensprung ohne Probleme. Oh ja, herrlich, Biss. Eine bessere Attacke als Tackle. Wir lassen Tackle vergessen. Wer weiß, wofür man mal, was war das? Panzerschutz gebrauchen könnte. Gibt's bestimmt mal irgendwas. Bissattacke und Verfolgung. Wir haben kein Unlicht-Pokémon im Kampf, setzen aber zwei Unlichtattacken ein. Ein Mysterium. Ja, wir gehen jetzt definitiv nochmal ins Center. Ja, Biss kommt gar nicht mehr zum Zuge. Und damit haben wir auch die besiegt. Und vielleicht erreicht Cognodon ja mal Level 21. Ey, das braucht XP, das ist der Wahnsinn.
Ja, das habt ihr sehr schön festgestellt. Wir gehen hier mal schnell zurück, weil runter kommen wir hier und rauf inzwischen jetzt auch wieder. Und irgendwie leckt es hier in der Stadt ein bisschen, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Gerade wenn wir schnell unterwegs sind, ansonsten geht's eigentlich. Ja. Quatsch mich halt voll. Ja. Also je nachdem, wie weit der Weg jetzt ist und wann wir Stärke kriegen, gucke ich dann, wann ich es mir hole. Spätestens, wenn wir fliegen haben, müssen wir auch Stärke haben. Dann kann ich immer noch zurückfliegen. So. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Weil das brauchen wir jetzt, sonst kommen wir da nicht hoch. Hui. Ich kann es euch ja mal gerade simulieren. Das ist normal. Und wenn wir jetzt B drücken, sind wir schon ein ganzes Stück schneller. Aber war es nochmal schneller? Nee. Aber wir steigen hier natürlich ab. Bei uns reichen die Turbo-Tritter im Normalfall. Und wir finden noch einen Supertrank. Herrlich. Und wir packen jetzt aber mal Shikamaru nach vorne, weil ich sehe da gerade einen Bergsteiger und die haben für gewöhnlich vor allem Gesteins-Pokémon. Ey, ich kann euch sagen, ich habe gerade einen Hunger, das ist unglaublich. Ich könnte jetzt sofort in diesen dicken, fetten Wanderer hier reinbeißen, so in dieses saftige, rohe Fleisch. Oh. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja kein Kannibale. Aber so ein bisschen so ein schönes Steak jetzt zwischen die Zähne, so ein schönes Rumpsteak aus kontrolliertem Anbau vom Fleischer meines Vertrauens, das hätte was. Das hätte sehr was. Ja, und langsam sehen wir auch, kriegen wir unser Shikamaru hinterhergezogen. Gerade jetzt, wo wir am Kraxelberg sind. Ein Bronze. Ups. Hätte ich eigentlich tauschen müssen. Weil Bronze ist Stahl-Psycho. Aber wir haben Verfolgung. Wir probieren es einfach mal. Gut. So viel zu dem Thema. Mit Bronzels werden wir allgemein immer ein bisschen Probleme haben, bis wir ein Feuer-Pokémon besitzen. Oder ein Kampf. Ich weiß gar nicht, ob Kampfattacken hier so viel helfen. Wir probieren es einfach mal mit Biss von unserem Shakerin. Oh, Konfustrahl, jetzt sind wir auch noch verwirrt. Das erfreut doch die Seele. Verwirrt sein. Ihr hört meine Ironie? Naja, ne? Biss. So. Und benutzt Konfusion. Momentan haben wir noch nicht wirklich was gegen einen Bronzel auszurichten. Wir hätten uns vorhin ein Ponyta fangen können. Ja, ich weiß, Schlaumeier. Aber ich mag Ponyta einfach nicht. So ein Volltreffer wäre mal ganz cool. Ah, ne. Hat er keine Lust zu. Verstehe ich. Ja. Ja, ist okay. Mach's halt. Ich nehme dir das nicht übel, nein. Ich rede gerne mal mit dem Spiel. Das habt ihr aber sicher schon bemerkt, gell? Dass ich das ganz gerne mal tue. Und ich muss mal gerade hier meine Sweetjacke greifen, weil ich habe das Fenster auf, damit hier genug Frischluft drin ist und ich eigentlich nicht so müde bin, wie ich eigentlich gerade bin. Und deshalb wird mir gerade ein wenig frisch, obwohl ich eigentlich ein sehr kälteliebender Mensch bin. Bei 10 Grad in der Wohnung ist dann doch ein bisschen. Ja, andere würden mich jetzt für verrückt erklären. Entschuldigt, wenn gerade ein bisschen Nebengeräusche sind, aber ich will euch nicht langweilen, indem ihr gar nichts hört, sondern will dann wenigstens noch weiter quatschen. So, Sweetjacke an und schon ist das ein angenehmes Klima für mich. Es gibt sehr viele, die mit diesem Klima jetzt gerade nicht so viel anfangen könnten. Kam hier nicht noch irgendwas Bestimmtes? Ja. Das ist der Anführer von Team Galactic und er erzählt uns jetzt, dass hier auf dem Berg wohl die Welt begann oder irgendwie sowas.
Und er erzählt uns auch noch, dass er das Ganze hier scheiße findet und dass das ja nur am menschlichen Willen liegt und bla und bi und blub. Was kommt hier? Bitte ein Gesteins-Pokémon. Danke. Weil gegen Gesteins-Pokémon können wir mit Shikamaru kämpfen. Um es gleich noch ein bisschen zu leveln. Oder gab es hier doch auch eine Donner-Arena? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Oh, es hat es überlebt. Intensität. Autsch, das könnte wehtun. Ja, das tut weh. Ja, die Erfahrungspunkte schnappen wir uns jetzt noch schnell. Der eh gleich aus dem Berg draußen. Da reicht ein Absorber vollkommen aus. So. Und wir holen uns 1 KP wieder zurück. So, dann gehen wir mal schnell hier raus. Und sind jetzt hier. Da ist jetzt halt ein Wanderer, aber ich habe halt keinen Beleber. Das heißt, ich muss ihn mit, kann hier Shikamaru nicht einsetzen. Indem ich einfach die geileren Pokémon habe als du. Weil er uns gerade fragte, ach, du bist nur ein kleines Kind, wie willst du einen großen Mann wie mich schlagen? Ja, relativ einfach. Ich benutze einen Shakerin, lock deine Gesteins-Pokémon mit Leichtigkeit um. Sirblatt! Nummer 1 erledigt. Und ich meine, die LP-Punkte sind ja nicht zu verachten. In 10 Leveln müsste sich Shakerin schon weiterentwickeln. Das heißt, so um den 4. Orden rum werden wir unser Shelterra haben. Das ihr ja in letzter Zeit auch auf dem Thumbnail seht, wo wir wieder bei dem Thumbnail wären. Und das würde ich halt mit der Zeit immer mal durch andere Pokémon austauschen, aber immer nur Pokémon, die wir auch im Team haben. Und der Hintergrund mit Dialga würde gleich bleiben. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint, ob euch das gefallen würde, wenn ich da mal so ein bisschen episodenabhängig auch mal andere Pokémon mit reinsetzen würde. Oder ob ihr lieber wollt, dass das gleich bleibt, dass der Starter da drin ist. Schreibt mir mal, was ihr dazu meint. Ein einziges Pokémon, und zwar ein Onix Level 19. Das gibt einiges an EP. So, Steinwurf müsste das sein. Oder Steinhagel, ich weiß es nicht. Eins von beiden ist es. Interessiert mich aber. Oder ist es sogar. Nee, es war Steingrab. Tompais Grab, dann war es Steingrab. Eine Attacke, die es ja noch nicht so ewig lange gab. Hier in der. Ich glaube, entweder hier oder in der Generation davor wurde es eingeführt. Jetzt setzen wir nochmal Absorber ein. Und er setzt Raserei ein. Eine Attacke, die meistens eher von Kampf-Pokémon benutzt wird. Obwohl es eine normale Attacke ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und damit ist auch das Onix ausgeschaltet und wir erreichen Level 23. Wetten wir? Wetten wir? Wetten wir? Ja, ihr wettet schon gar nicht gegen mich, ne? Ihr seid ja schlau genug, euch den EP-Balken anzugucken. So, Level 23. Dam, 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 dam. So, wir haben 14:44 Uhr, wir holen uns mal schnell das Item da, was auch immer es ist. Rock Smash! Whee. Ein Pokéball! Super! Das sieht mir sehr nach einer Aromatussi aus, die da gleich kommt. Dem, 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 dem. Und
dann wollen wir sie mal schnell über den Jordan schicken.